der WRC vielleicht auch Erinnerungen jetzt an das letzte Duell mit einem burgenländischen Verein. 2017, 2018 ist bei uns auch schon erwähnt worden, aber er ist da. Lindl, Schmerböck. Schmerböck, erste große, gute Möglichkeit für den WRC. Marc-André Schmerböck. Also das war schon einmal die erste Gelegenheit. Schmerböck plötzlich ganz alleine da. Martin Kraus, unübersehbar da hinten mit seinem pinkfarbenen Trikot. Absolute Bank. Wechselt also nach Spanien. Sean Weißmann als Ersatz. Könnte ein Kroate kommen, Dario Witzinger. Aber da gibt es noch Probleme beim Transfer. Vielleicht etwas später dazu mehr. Es gibt vorerst einmal den Eckball. Den wollen wir uns anschauen mit Lindl. Ja, Kopfball wieder. Großartig gehalten von Martin Kraus. Was für eine Reaktion von Martin Kraus mit der Stange für den WRC. Keine Zeit für die Wiederholung, würde ich fast sagen. Da ist sie. Also Lindl mit der Flanke. Ja, und da war es von hinten dann. Der aufgerückte Mann, Dominik Baumgartner, per Kopf. Und was für eine Parade. Martin Kraus, der hat da ganz schöne Paraden gezeigt, wie zum Beispiel diese hier. Ja, ich sage, wenn Ter Stegen den Ball hält, sagt man Weltklasse. Und dann muss man sagen, Martin Kraus wirklich unglaublich gut gehalten. Aus dem Stand mit einem unglaublich guten Abdruck kommt er mit der linken Hand hier noch einmal hin. Also wirklich phänomenal, diese Parade. Und du hast mir auch verraten, du kennst Martin Kraus. Wieder Lindl auf Beretz, Cenk. Ja, macht's alleine. Da wären in der Mitte Schmerböck, die Situation aus der ersten Hälfte vor Augen hält. Vielleicht ein wenig auch daran gedacht, der Schiedsrichter in dieser Situation, nämlich Thomas Fröhlacher. Elfmeter für den WRC. Ausführendes Organ wird Michael Lindl sein. Lindl gegen Martin Kraus. Wir haben die 52. Minute. Gehalten von Martin Kraus. Was für ein Teufelskerl steht da zwischen den Pfosten. Sensationell. Also er hat sich sicher viele Elfer angeschaut von Michi Lindl in den letzten Tagen. Und Kraus pariert diesen Elfer, der noch dazu scharf geschossen war und sehr platziert. Ja, abgestoppt. Aber Kraus ist ja schon längst auf dem Weg. Alter, der gute Tag, unglaublicher Tag. Sensationeller Tag für Martin Kraus. Ja, Djenk mit der Riesenmöglichkeit. Djenk wieder einmal. Martin Kraus. Noch einmal die Möglichkeit hier von Djenk. Das war die beste Möglichkeit in der Nachspielzeit. Aber wieder Martin Kraus. Sensationell. Macht alles richtig. Lindl gegen Kinzel, Kapitänsduell. Lindl ist zur Stelle, Holzer. Für Ernic gekommen. Schöner Pass von Scherzer auf Lindl. Lindl und wieder einmal Martin Kraus im Spiel seines Lebens. Thomas Fröhlacher, eine gute Leistung gezeigt hat, der hier gefordert war. Eigentlich seine Position für einen Schuss, aber Scherzer versucht und wieder ist da hinten Martin Kraus. Auch diese Statistik würde mich interessieren. Wie viele Saves waren da heute mit dabei? Es war im Dutzendbereich, keine Frage. Martin Kraus ist immer.